Tja, vielen Dank, Dankeschön. Also, ne, ja, was der Westerwelle in letzter Zeit da so ablässt, auch heute wieder in Straubing, also ich hab's immer gesagt. Guido Westerwelle in der deutschen Bundesregierung, das werden 4 goldene Jahre fürs deutsche Kabarett. Jemand, der sich Sorgen macht, dass unsere Hartz-IV-Empfänger in römische Dekadenz abgleiten. Ich meine, dass der Westerwelle sich seit den Wahlen in einem Machtrausch befindet, ist ja nicht zu übersehen. Aber wer hätte geahnt, dass er sich für Julius Cäsar hält? Und vor allem sollte er jetzt gut auf den Seehofer aufpassen. Zwischen Horst und Brutus gibt es eine Menge Konsonanten, die sich überschneiden. Nein! Die machen mir richtig Spaß, ne? Bevor die FDP in die Regierung kam, dachte ich auch zum Beispiel, Hotellobby ist ein anderes Wort für den Eingangsbereich. Jetzt stellen wir fest, das stimmt. Es ist der Bereich, wo eine Lobby Eingang in die Steuerpolitik einer Regierung findet. Bin mal gespannt, welcher Hotelchef uns demnächst mal einen Schreiber macht. Womit wir beim nächsten Komiker im Kabinett sind, Wolfgang Schäuble, jemand, der bis heute nicht erklären kann, was es mit einer gewissen 100.000 D-Mark-Spende eines gewissen Waffenlobbyisten auf sich hat, bekommt die Verantwortung für die Staatsfinanzen. Das macht Sinn. Und wisst ihr auch, Und zwar, wisst ihr auch warum? Als Innenminister hat der Schäuble doch Konzepte gegen den Terror entwickelt und jetzt als Oberaufseher der Banken kann er es endlich mal anwenden. Ja, sie wenden es an, aber anders. Sie machen es wie die Banken. Das ist das Verrückte. Sie machen es wie die Banken. Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Allein dieses Wort. Ein Gesetz, das Wachstum beschleunigt. Die Juristen nennen das Lex Viagra. Gestern sagte der Westerwelle, die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Heute sagt der Westerwelle, wegen den Schulden von gestern machen wir heute noch mehr Schulden, um morgen die Steuern zu senken, weil wir mit den dadurch entstehenden Gewinnen übermorgen das alles finanzieren. Die Banken sind da ehrlicher, die nennen das Zocken auf Pump. Ja, nein, wie wollen die das bezahlen? Die haben doch allein über einen Schattenhaushalt diskutiert, allein auf diese Idee zu kommen. Stell dir mal vor, du gehst zu deiner Bank und sagst, ich hätte gern Kredit über 100.000 Euro. Dann sagt der Bankbearbeiter, super Idee, aber Moment mal, ich sehe, sie haben noch Schulden von über 2 Millionen Euro. Und dann sagst du, ja, deswegen will ich den Kontoauszug mit den neuen Schulden im Kohlenkeller aufbewahren. Und schlag das als seriöse Finanzierung vor. Was meinst du, nach wie vielen Jahren darfst du wohl auf deiner Station Besuch empfangen? Ich meine, hallo, Haben wir Finanzkrise, haben wir Weltwirtschaftskrise? Wie wollen die das finanzieren, die Steuersenkung? Wollen die das machen wie Schlagersänger Gunter Gabriel? Der hat ja 500.000 Euro Privatschulden dadurch abgebaut, dass er bei 500 Leuten, die bereit waren, ihm 1.000 Euro zu bezahlen, bei denen zu Hause in deren Wohnzimmern seine größten Hits gespielt hat. Ja, nur wer will denn Guido Westerwelle bei sich zu Hause im Wohnzimmer haben? Und mit welchen Hits? Nein, wie wollen die das finanzieren? Ich meine, bitte, so viele Schwarzgeldkonten gibt's doch gar nicht in der Schweiz. Will ich schwer hoffen. Na, da ist ja auch was los. Jetzt diskutieren sie, darf der Staat geklaute Daten kaufen? Auch da, die FDP, vorneweg, macht sich große Sorgen, weil, sagen sie, wenn der Staat einmal jetzt geklaute Daten kauft, animiert er auch andere Daten zu klauen. Und das ist ein Problem, weil dann könnten noch mehr Steuerhinterzieher enttarnt werden. Da muss die FDP sich große Sorgen machen. Nein, sagen sie, das Problem ist, wo soll das enden? Und das kann ich schon sagen. Ne? Erst wenn der letzte Steuerhinterzieher enttarnt ist, werden die bei der FDP feststellen, dass es keine Daten mehr zu klauen gibt. Nein, sagen sie, wo soll das enden? Heißt, darf man dann auch foltern, wenn Leben in Gefahr ist? Na gut, das ist klar. Steuern bezahlen als Folter zu empfinden, kann ich gut verstehen. Aber der Vergleich, wenn Leben in Gefahr ist, das heißt doch, da müssten noch Summen in der Schweiz gebunkert sein. Uiuiuiui. Die Schweizer Banken hingegen machen sich ganz andere Sorgen. Die Schweizer Banken machen sich Sorgen, dass die deutsche Regierung jetzt Geschäfte mit Kriminellen macht. Und das ist nun wirklich gut zu verstehen. Dass Schweizer Banken sich Sorgen machen, wenn andere anfangen, mit Kriminellen Geschäfte zu machen. Ich meine, mal unter uns. Ich schlage vor, wir machen es einfach wie die Chinesen.
weil die Chinesen haben ein Gesetz, das dem Staat Einnahmen in ungeahntem Ausmaß garantiert. Einnahmen, von denen jede deutsche Regierung nur träumen kann. Die Chinesen haben nämlich ein Gesetz, das ganz einfach Steuerbetrug mit dem Tode bestraft. Wir wundern uns jedes Jahr, dass China weltweit mit Abstand die meisten Hinrichtungen hat. Was meint ihr, was bei uns los wäre? Mal hier ein Taxifahrer, mal hier ein Taxifahrer, eine private Taxifahrt als Dienstreise, mal da ein Handwerker ohne Rechnung. Wenn das alles mit dem Tode bestraft würde, Todesstrafe auf Steuerbetrug in Deutschland, also mal ehrlich, da wären die Reihen doch heute Abend hier aber gelichtet. Allein schon deswegen, weil keiner auf der Bühne ständ.